Hallo zum neuen Video. Heute möchte ich mit dir, ich muss erst mal reinkommen. Heute möchte ich mit dir das Thema besprechen, wenn du dich allein fühlst als Unternehmerin, als Selbstständige, wenn du das Gefühl hast, du brauchst irgendwie Unterstützung oder andere, die auch mit dir an ihrer Mission arbeiten. Jeder hat seine Mission, seine Vision, aber ihr habt so alle das gleiche Ziel, die Mission in die Welt zu bringen, sichtbar zu machen und die unterschiedlichen Wege klar zu gehen, aber trotzdem etwas zu verändern, etwas zu bewirken in der Welt. Vielleicht auch hast du diesen Wunsch, dich ein bisschen zu beweisen vor dir selbst, vor anderen. Je nachdem, du möchtest dein Business aufbauen und du hast es vielleicht lange Zeit jetzt auch wirklich alleine gemacht. Du bist vielleicht so wie ich, die auch gerne alles alleine macht und lange Zeit damit immer wartet, bis sie sich Unterstützung holt. Ich bin immer so, ich brauchte für sehr lange, bis ich dann sage, jetzt brauche ich Unterstützung. Jetzt möchte ich wieder mit jemandem zusammenarbeiten oder jetzt gebe ich Aufgaben im Business ab. Und mit dir möchte ich heute darüber sprechen, was das bedeutet, dass du merkst, du hast lange Zeit das alleine gemacht oder hast das Gefühl, du fühlst dich ein bisschen alleine als Selbstständige, wenn du so alleine vor deinem Schreibtisch sitzt jede Woche und möchtest das ändern. Hast das Gefühl, du möchtest das verändern. Vielleicht hast du das Gefühl noch nicht, aber vielleicht hast du es nach dem Video. Und für mich ist ganz wichtig zu sehen, also meine Notizen zu sehen, das Business zu starten, ist heutzutage wirklich alleine gut möglich. Man kann sehr viel sich an Infos und Dingen, die man lernen kann, online ansehen. Man findet sehr viele Tipps und Hilfen und kann wirklich auch mit kostenlosen Inhalten sehr weit kommen und sehr viel schaffen. Und vielleicht hast du deswegen gesagt, komm, ich versuche das alleine. Ich baue mein Business alleine Schritt für Schritt jetzt erstmal auf und hast die ersten Grundsachen laufen. Hast vielleicht auch schon eine Community, eine kleine, oder hast ein paar Leute gefunden, mit denen du dich regelmäßig austauscht. Man ist ja gefühlt über Social Media dann auch oft verbunden und hat so ein bisschen dieses Gefühl, man ist nicht ganz alleine. Wenn man aber das Ganze ausmacht, ich habe zum Beispiel lange Zeit jetzt eine Instagram-Pause gemacht und auch ein bisschen eine Pause von Inhaltserstellung wie Videos und sowas. Wenn man das Ganze ausmacht, fühlt man sich manchmal dann doch alleine. Weil man nicht so eine feste Gruppe hat, wo man sagen kann, okay, mit denen tausche ich mich regelmäßig aus, ja. Oder vielleicht hast du das auch und jede von euch ist an ihrem Weg und baut ihren Weg auf. Und es ist aber so, dass du manchmal das Gefühl hast, dadurch, dass jeder auf seinen Weg fokussiert ist, sprecht ihr nicht über deinen Weg zum Beispiel. Oder du bist eher die, die dann viel auch mal hilft und Tipps gibt und so und merkst, dass die anderen in der Gruppe vielleicht noch gar nicht so weit sind wie du und du bräuchtest eigentlich jemanden, der weiter ist nochmal und dir endlich mal Tipps gibt und unterstützt. Und das kann sehr schnell passieren, dass du in solche Gruppen reinkommst. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle dir erstmal, wie es bei mir so war oder wann ich auch merke, dass ich Unterstützung brauche oder dass ich mich alleine fühle. Bei mir war es das letzte Mal wieder sehr stark, als ich vor zweieinhalb Jahren meine Tochter bekommen habe und gemerkt habe danach, dass ich auf einmal aus dieser Welt, dieser Business-Welt, die ich mir online aufgebaut hatte, so ein bisschen raus war. Weil natürlich, man fokussiert sich auf das Baby. Man fokussiert sich auf das Baby und man fokussiert sich auch auf das, was überhaupt alles sich verändert, privat. Und es ist sehr viel Veränderung, die stattfindet. Alles muss sich neu ordnen, neu einrichten. Man hat ja auch gar nicht so die Kraft und Energie, um am Business zu arbeiten. Man ist aus sehr vielen, also für mich war es so, ich war sehr stark aus diesen Gruppen plötzlich raus und bin auch immer noch dabei, das ganz langsam wieder alles ein bisschen zu aktivieren und aufzubauen, weil ich gemerkt habe danach, ich wollte unbedingt weitermachen. Ich mag auch total an meinem Business zu arbeiten. Ich bin sehr ehrgeizig, was das angeht. Ich arbeite einfach gerne. Es ist wirklich, auch wenn es Arbeit ist, es ist trotzdem
mein Hobby, meine Leidenschaft. Es macht mir einfach Spaß. Ich liebe es einfach. Und ich wollte das so früh wie möglich einfach für mich weitermachen, weil mir das gut getan hat neben dem Babyalltag. Ich werde darüber auch nochmal ein Video machen, wie das so war mit Baby und jetzt auch mit Kleinkind, das Business weiter aufzubauen. Es ist nicht immer einfach. Kann ich dazu sagen, aber es ist trotzdem auch möglich. Und ich habe einfach gemerkt damals, ich war auf einmal ziemlich alleine und ich habe mir über sehr viele Monate dann einfach auch so diese Gruppe wieder gewünscht, diesen Austausch mit den anderen selbstständigen Frauen und habe tatsächlich einen ganz anderen Weg erstmal gemacht, habe mir selbst einen Mentor genommen und mit ihm zusammengearbeitet und habe dann erstmal wieder meine Spur gefunden, dass ich halt auch so über diese Business-Themen wieder sprechen möchte, dass das wieder so mein Weg geworden ist, dass ich wusste, hier bin ich wieder richtig, hier, ich möchte für introvertierte Unternehmerinnen, Selbstständige da sein. Und das war erstmal so der erste Schritt und dann habe ich aber gemerkt, ich will diese Unternehmerinnen auch als kleine Gruppe für mich haben. Und das war gar nicht so einfach und ist es auch heute immer noch nicht. Ich habe zum Beispiel hier vor Ort in Köln auch öfters mal versucht, irgendwie nochmal so Gruppen zu finden. Ich bin nicht so ein Typ, die auf Netzwerktreffen geht. Ich habe es erstmal online versucht und ich habe bisher keinen Austausch gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wenn du in Köln wohnst und dich mit einer Unternehmerin wie mir zwischendurch mal austauschen möchtest, auf dem Kaffee, vielleicht auch mit Kleinkind, die ist manchmal mit dabei, aber nicht immer, dann kannst du dich bei mir melden. Ich finde es nämlich super wichtig, in diesen Austausch zu gehen. Und zwar ein Austausch, wo alle Parteien was von haben. Ja, wo jeder immer mal wieder Hilfe gibt, aber auch Hilfe empfängt und wo man das einfach merkt, dass man weiterkommt miteinander. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, vor allen Dingen, wenn du merkst, zum Beispiel wie ich habe dann damals gemerkt, ich stecke irgendwie fest. Ich habe zwar mein Ding gemacht und immer weitergemacht, aber ich habe mich manchmal wirklich alleine gefühlt, als ich am Rechner saß oder als ich ein Video aufgenommen habe. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ist es das jetzt für immer, dass ich hier so alleine weiterarbeite? Und für mich war irgendwann der Punkt, dass ich mir nochmal ein Zettel genommen habe und aufgeschrieben habe, was für Frauen möchte ich denn treffen? Was für Frauen möchte ich erreichen? Welche Frauen möchte ich vielleicht auch kennenlernen? Und welche Wege kann ich noch gehen? Und ich habe wirklich mir auch Mastermind-Gruppen gesucht und ich habe wirklich geguckt, wo kann ich noch andere Frauen treffen? Und ich muss sagen, mir ist es sogar teilweise ein bisschen peinlich. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich halt nicht so wie andere, so extrovertiertere Menschen vielleicht, einfach so auf Leute zugehe und sage, hey, hier bin ich und auch Netzwerkveranstaltungen unbedingt besuche und da total Spaß dran habe und aufgehe. Und für mich ist so, ich gehe da einfach nicht drin auf. Also ich habe lieber so eine kleine feste Gruppe. Aber die muss sich halt auch aufbauen und entwickeln. Und dafür muss man dann manchmal einen Schritt gehen, um zu sagen, ich bin bereit dazu, ich öffne mich ein bisschen. Ja? Und mir war es ganz wichtig, dass ich eine Gruppe finde mit Leuten, die entweder ungefähr da sind, wo ich stehe, oder ein bisschen weiter. Weil sonst hatte ich immer das Gefühl, ich gebe sehr viel da rein. Bin ja auch Mentorin für introvertierte, selbstständige Frauen und ich gebe natürlich sehr gerne mein Wissen und meine Hilfe und meine Unterstützung, sonst würde ich das nicht tun. Aber auch ich brauche manchmal diesen Support. Und vielleicht merkst du das auch, dass du in eine Gruppe bist, wo du sehr viel reingibst, aber auch du brauchst manchmal einfach diesen Support, diese Hilfe, diese Unterstützung, dieses, du hast einen Erfolg gefeiert und möchtest es teilen und möchtest auch einen ehrlichen Glückwunsch haben und keinen, jetzt bin ich aber neidisch, dass sie das geschafft hat und ich nicht. Und möchtest auch, wenn du vorm Hindernis stehst, einfach eine ehrliche Hilfe haben und nicht ein, du schaffst es schon und das war's, also sondern einfach auch wirklich über das Thema von dir sprechen. Und ich finde das ganz wichtig, dass wenn du merkst, dass du in diesem Punkt bist, dass du jemanden brauchst, um ein bisschen Unterstützung zu haben, dass du dich weiterentwickeln möchtest und dass du vielleicht auch, wie ich, ziemlich ehrgeizig bist und einfach auch viel Energie in dein Business steckst und die Ideen, die du ausarbeitest,
dass du dann anfängst zu gucken, wo kann ich denn diese Menschen finden? Und ich habe mir gedacht, ich stelle dir einfach mal meine Mastermind-Gruppe, die ich selbst führe, für introvertierte Unternehmerinnen ein bisschen vor und zeige dir damit einen Weg, den du ganz leicht einschlagen kannst, weil du dich erstmal einfach bei mir, ohne die Gruppe jetzt erstmal zu sehen, erstmal bei mir nur für die Gruppe bewerben kannst und wir dann erstmal schauen, passt es für dich, passt du in die Gruppe und ich dir dabei auch ein bisschen die Unterstützung gebe, dich da einzufügen und zu sagen, okay, ich kann langsam mit der Gruppe starten, ich muss nicht sofort meine Lebensgeschichte auf den Tisch hauen, sondern oder deine Businessgeschichte, sondern ich darf langsam da auch reinfinden und reinstarten. Und möchte die Gruppe einmal vorstellen, die habe ich nämlich gegründet durch einen ganz interessanten Weg. Ich hatte ein Beta-Programm gemacht für einen Online-Kurs. Den Online-Kurs gibt es auch, aber aus der Beta-Gruppe ist dann eine Mitgliederseite entstanden. So ein bisschen, ich wollte da viel auf Online-Kurse gehen und Kurse jeden Monat geben. Und wir haben aber gemerkt, dass das Wertvolle das Coworking und die Live-Calls waren und das, wo die Gruppe als Gruppe zusammen agiert, in den Live-Calls und im Coworking, das machen wir meistens schriftlich, introvertiert, freundlich, zusammenkommt. Und dann habe ich in den letzten Monaten überlegt und gemerkt, das wird eine Mastermind-Gruppe, eine richtige. Das wird richtig eine schöne Mastermind-Gruppe. Und habe gesagt, das ist das, was wichtig ist. Das bedeutet natürlich auch, dass du da viel auch mal ein bisschen Zeit reingeben musst. Also wir haben zum Beispiel jede Woche Coworking. Du musst aber nicht jede Woche teilnehmen natürlich. Und wir haben circa alle 2 Wochen einen Live-Call, den wir auch teilweise so ein bisschen wie ein Workshop machen mit Brainstorming oder Hot-Seat-Session. Wenn du sagst, ich habe ein Thema, ich muss mal mit euch darüber konkret sprechen. Aller Fokus ist auf dich. Auch introvertiert, freundlich, keine Sorge. Und wir machen auch mal so eine Gesprächsrunde, wo jeder einfach mal spricht und mal guckt, was kommt denn da so an Themen hoch alles, ja, dass man in den Austausch kommt. Und dass man einfach mal guckt, wie kannst du dich da integrieren für dich und wenn du sagst, ich brauche heute Unterstützung, dir dann auch bei uns die Unterstützung holen kannst. Und einfach wirklich für dich immer wieder rausfindest, welchen Weg möchtest du gehen, wie möchtest du weitergehen und Impulse bekommst, sowohl von den Teilnehmerinnen, die wahrscheinlich an der Stelle stehen, wo du stehst, aber auch von mir, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist als du. Ja? Wir können alle voneinander lernen, selbst ich lerne teilweise in dieser Mastermind-Gruppe noch etwas. Und das ist einfach wirklich ein Raum für dich als introvertierte, selbstständige Unternehmerin, wo du für dich Anschluss findest. Wie gesagt, ein ganz einfacher Prozess, dort reinzukommen. Eine kleine Bewerbung, wo du so ein bisschen was schreibst, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, warum du dabei sein möchtest und was das für dich bringt. Aber auch, ich gucke nochmal auf die Seite, ich wollte ja das beschreiben, ich habe das mir nicht ganz gut aufgeschrieben. Eine leise, kreativ motivierte Gruppe, habe ich aufgeschrieben. Wir tauschen uns halt aus. Es ist so ein bisschen ein Wissensaustausch auch untereinander. Jeder hat andere Fähigkeiten. Es gibt verschiedene Branchen da drin, Fotografin, Künstlerin, teilweise Achtsamkeit, teilweise Psychologie, teilweise wieder andere Bereiche. Und je nachdem, welchen Bereich du hast, kannst du mit dazu kommen und einfach mit uns zusammen weiter wachsen. Denn jedes Thema, was reinkommt, ist natürlich für die anderen auch eine Bereicherung, weil ich finde, man kann auch von unterschiedlichen Branchen immer wieder was lernen, um wieder sich zu öffnen für neue Dinge und neue Themenbereiche vielleicht auch. Ja. Und dadurch passiert einfach langfristig so ein Prozess bei dir, dass du dich weiterentwickelst und wächst und wirklich auch dich an neue Dinge dran traust und Projekte umsetzt, die vielleicht lange schon auf deinem Papier schlummern, die du schon lange machen möchtest, weil du einfach durch die Gruppe langfristig diesen Halt hast im Hintergrund, weiter wachsen zusammen, aber auch alleine jeder wächst nochmal und jeder kriegt nochmal so ein Blick auf das Business von außen und muss es nicht alleine durchziehen, ja. Und ich habe mir gedacht, ich habe einige auf der Landingpage der Website, habe ich mal einige Dinge aufgeschrieben, wie die Gruppe so ist,
Ja, und wie die Mitglieder so sind, um zu gucken für dich, ob du da reinpasst. Und die Mitglieder sind zum Beispiel gerade mit dem Business gestartet oder schon länger am Markt, aber es läuft nicht so richtig. Und vielleicht stehst du auch wirklich genau an diesem Knackpunkt. Es ist schon alles vielleicht da. Manche haben auch noch gar nichts tatsächlich und das erst durch die Mastermind-Gruppe entwickelt. Aber du merkst, es läuft nicht so richtig. Und das ist ja auch der Punkt, wo man so merkt, jetzt so langsam müsste ich mir mal Unterstützung holen. Die Mitglieder sind introvertiert, hochsensibel oder fühlen sich eher so als leise Unternehmerin. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, dass du dich konkret einordnest. Das ist nur für dich ein Hinweis darauf, dass es eher so die ruhigere Gruppe ist. Ja? Die fühlen sich als Unternehmerin oder noch als Selbstständige, denn manche machen da einen Unterschied, einen starken. Ich finde, da ist auch ein Unterschied, ob du jetzt eine Selbstständige bist, die vielleicht eher so für Kunden arbeitet oder eine Unternehmerin, die auch eigene Produkte entwickelt und ein bisschen unternehmerischer denkt. Aber da bringen wir dich hin, falls du sagst, ich fühle das noch nicht so. Ich arbeite im Moment eher nur Aufträge ab, anstatt an meinem Business zum Beispiel zu arbeiten. Und da gucken wir auch ein bisschen drauf. Die meisten haben eher niedrige Umsätze und wollen aktiv daran arbeiten, die Einnahmen zu steigern. Ja? Ich schmeiß dann nicht mit Zahlen um mich, weil ich das total unnötig finde, diese Versprechen mit wer weiß wie viel K und sowas. Ich mag das einfach nicht. Sie haben oft mehr Ideen, als sie jemals umsetzen können und wissen auch ganz oft nicht, wo sie starten wollen. Und das kennst du vielleicht auch. Sie haben teilweise eine Doppelbelastung sogar, also sie sind Mama. Wir haben zweites Standbein, manche haben eine Krankheit oder sowas mit dabei, wo man einfach auch noch mal viel Energie reinsteckt. Aber manchmal ist es ja auch so, es ist einfach noch das Leben nebenbei, neben dem ganzen Business. Das ist natürlich alles kein Muss, das zu haben, ne? Da ist noch dieser Drang, sich beweisen zu wollen und in der Welt etwas zu bewegen mit dem Thema, mit dem du rausgehst. Und das kann auch sowas sein mit, ich möchte durch meine Fotografien was bewegen, ich möchte durch meine Produkte etwas erreichen und bewegen bei den Menschen. Es ist auf jeden Fall ein Drang dabei, etwas zu tun und zu erreichen. Und dann habe ich noch so ein paar Wörter aufgeschrieben. Sie sind kreativ, rational, chaotisch, liebevoll. Zweifelnd, hochmotiviert, klar, durcheinander, hoffnungsvoll, wollen alles hinschmeißen und alles durcheinander, weil sie einfach Menschen sind. Und ich, Verena, bin zum Beispiel als Mentorin dabei, aber ich sage auch immer wir, weil die Gruppe mittlerweile für mich so wertvoll geworden ist, weil ich selbst auch von den Teilnehmerinnen ganz viel mitnehme und lerne, weil sie halt verschiedene Gebiete haben und ich finde es so spannend. Also ich kann natürlich mein Wissen und meine Erfahrungen mit reingeben und das gebe ich euch auch alles, was ich habe, immer. Aber es gibt auch Momente, da lerne ich noch und das finde ich sehr schön und wichtig. Kaffee ist ein wichtiger Bestandteil. Nein, es geht darum, dass du dich wohlfühlst in den Live-Calls. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst im Coworking. Es geht darum, dass du den Raum nutzt, wenn du ihn nutzen möchtest und auch sagen kannst, okay, ich kann heute leider nicht. Das ist okay. Ich habe nicht die Energie, um teilzunehmen. Das ist okay. Oder ich nehme teil, aber ich bin eher ruhig im Hintergrund. Das ist okay. Ja, also bei uns sollst du dich auch wohlfühlen, weil das jetzt nur so zwanghaft durchzuziehen oder zwanghaft zu kommunizieren oder so, das ist nicht nötig bei uns, weil es sich eben an leise Unternehmerinnen oder Selbstständige richtet. Und vielleicht sagst du jetzt sogar, ich möchte Teil der Mastermind-Gruppe werden. Dann findest du alle Infos nochmal auf der Webseite. Ich kann es jetzt schon mal sagen, der monatliche Beitrag ist 97 Euro. Das wird, wenn du 3, 6 oder 12 Monate kaufst, ein bisschen gestaffelt und dann geht der Preis ein bisschen runter. Da sparst du noch mal ein bisschen. Es empfiehlt sich sowieso, länger mit dabei zu sein, um in die Gruppe reinzuwachsen. Du wirst wirklich so ein gutes Gruppengefühl erleben und das erschaffen können. Und so können wir dich einfach auch besser unterstützen. Langfristigkeit ist im Business immer sehr wichtig. Also kannst du mir da gerne Bescheid geben. Ich schick mal, also ich schreibe mal den Link zur Webseite, hier unter das Video, da kannst du dich auf jeden Fall bewerben dann auch. Die Bewerbung ist aber unverbindlich erstmal. Das heißt, wenn du dich bewirbst, kannst du danach entscheiden, ob du Teil der Gruppe werden möchtest. Ja, wenn ich dir sage, ich glaube, du passt da rein,
Dann kannst du für dich nochmal entscheiden. Wir können auch zur Not ein kleines Vorgespräch machen, wenn du es möchtest, oder per E-Mail nochmal kommunizieren, was dir da lieber ist. Ich biete das immer nicht direkt an, weil manche brauchen das nicht und wollen das auch nicht, wollen direkt in die Gruppe mit reinkommen. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt jetzt nicht unbedingt ein Vorgespräch. Nur wenn du möchtest. Ich zum Beispiel brauche die eigentlich nie. Ich entscheide mich immer vorher, ob ich das möchte oder nicht. Das kannst du aber frei entscheiden. Genau. Auf der Landingpage findest du auch noch ein paar Erfahrungen von Teilnehmerinnen und kannst dann dich gerne mal bewerben. Und ich dachte, ich gebe dir das heute mal mit, weil manchmal fühlt man sich wirklich alleine und wartet so auf dieses Zeichen, was soll ich jetzt tun, was soll ich jetzt machen, wo soll ich jetzt hingehen? Und vielleicht ist das dein Zeichen, dass du bei uns in die Gruppe kommst, in die Mastermind-Gruppe für introvertierte Unternehmerinnen und ein Teil von uns wirst. Und ich dich oder wir dich auf deinem Prozess als Unternehmerin, Selbstständige beim Businesswachstum unterstützen können. Ich würde mich sehr freuen. Ich brenne einfach selbst für das Thema und ja, wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag.